3.000 Euro nur für den Hund? Ja, und ihre hat auch extra eine Designerin, hat auch immer Sachen. Okay, ja, okay. Aus München, Fashion Photo hat sie auch, bekommt sie. Einfach, wenn es schon egal ist, so Designer-Sachen anfertigen lassen für die Ratte, für die Hausratte, für die Ratte an der Leine. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, nach einer langen Zeit, nach einer Woche kein Video auf diesem Kanal, melde ich mich mal wieder mit einer Reaction. Übrigens, nicht vergessen, warum habe ich solche Zuckungen heute? Nicht vergessen, auf meinem Drittkanal unten in der Infobox verlinkt, gibt es 2 Reactions täglich. Also schaut da auf alle Fälle rein. Würde mich freuen, Freunde. Würde mich auch freuen, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, aber das ist sowieso klar. Wir schauen rein bei Leon, der hat ein neues Video mit Gina Lisa Lofink, liebe Freunde. Wie viel ist dein Outfit wert? Da bin ich natürlich gespannt. 14 Minuten geht das. Ich frage mich, für was Gina Lisa Promo braucht. Wir schauen rein. Hallo. Gina. Was geht, Gina Lisa? Was geht ab bei dir? Hi, alles gut. Ja, es fühlt sich. Okay, auch ein bisschen älter geworden, gell? Zu tun momentan, oder? Gott sei Dank. Uff, sehr, sehr bunt unterwegs. Da mit dem Gucci-Schal, dem blauen Pelzmantel. Dann, okay, und die Tasche dann dazu abgestimmt mit Violett, aber im Großen und Ganzen kann man machen. Danke, ja. Ja? Ja, ich bin wieder zurück. Tina ist back, ja. Okay, du hattest ja so eine Ruhe. Die hat doch auch bei diesem Format mitgemacht, wo man nackt auf einer Insel ist oder so. Also sag ich mal, oder? Genau. Okay. Aber eben langt's, jetzt bin ich wieder da und jetzt habe ich gesagt, okay. Gucci-Schuhe, ganz wild. Okay, ihr hattet lange genug wieder, hattet ihr Ruhe von mir und ja. Jetzt geht's aber wieder ab. Ruhe vor dem Sturm. Ruhe vor dem Sturm, okay. Aber wo kommst du denn weg? Die fand ich früher ziemlich, ziemlich nass. Social Media oder jetzt auch im TV? Fernsehen. Ich bin ja so der alte Hase, ne? Auch mit Gucci-Gürtel, also da hat sie schon gewonnen bei Leon. Okay. Und seit 2007 bin ich... Blickdicht ist das Outfit nicht. ...in dem Business und das ganze Jahr jetzt mit dem Internet, das kam ja jetzt alles noch dazu. Mhm. Okay. Aber ich bin trotzdem eher so TV. Was macht im Internet, das wir nicht mitbekommen? TV, okay. TV, Sternchen. Okay, alles klar. Okay, und stehen da irgendwelche speziellen Projekte jetzt an? Also große Shows. Große Shows. Komm, freue ich mich auch sehr drüber. Okay. Ja. Aber man sieht dich hier nicht in der DSDS-Jury, ne? Man weiß es nicht, ne? Du da? Fix nicht, oder? Fix nicht. Erinnert mich ein bisschen an Sonja Krause. Lass dich drüber reden, ne? Ja, genau. Okay, ja. Gina, auf jeden Fall cooles Outfit hast du an. Vielen Dank. Lass uns direkt mal bei den... Schuhen anfangen, oder? Statt dem Wendler jetzt bei dir ist das, das kann ich mir nicht vorstellen. Stiefel, ja, was haben wir da? Genau, Stiefel, Gucci. Oha! Oha, die sind safe teuer. Stiefel, ja. 1800 Euro. Krass! Wo? 1800. Ja. Direkt von Gucci gekauft, oder? Direkt von Gucci gekauft. Okay. Gucci, Gucci, ai, ai, ai. Und wie sind die bequem? Sehen die bequem? Gina Lisa, sag mal. Ja, sehr bequem. Ja? Ich mag hohe Schuhe. Ich weiß nicht, ich kann damit sogar auch joggen oder so. Echt? Bestimmt. Bestimmt mit hohen Schuhen joggen. Beste. Gehen wir mal gemeinsam eine Runde. Schauen wir uns das an. Yes. Also, du hast dich daran gewöhnt, auf hohen Schuhen zu laufen. Ja. Okay. Das hat die Heidi mir damals schon gut beigebracht, die muss Heidi. Ich sagen, bei Topmodel. Stimmt, das war ja, war das die erste Staffel oder zweite? Nein, die dritte. Ach, die dritte. Ja. Zack, die Bohne. Hat sie immer gesagt. Zack, die Bohne. Die Staffel. Okay, und du warst siebter Platz, oder? Ja, die war relativ weit vorne eigentlich. Ich muss selber mal überlegen. Nee, zwölfte wurde ich. Okay. Es waren damals noch so viele Mädchen, die sich dort beworben hatten. Das waren damals, ich weiß nicht, ich glaube 70.000 Bewerberinnen. 70.000, okay. So, das war damals echt krass, ja. Und da wurde ich zwölfte, ist auch nicht schlecht. Ah, warte mal, ich kann mich, glaube ich, dran erinnern. Da wollte die Heidi deine Haare abschneiden. Ah, und die wollte das nicht. Hat sie doch auch. Und da warst du sauer dann, ne? Aber, richtig sauer. Also, da bin ich ausgerastet. Und dann wurde sie rausgeschmissen. Zuerst Haare schneiden und dann wirst du rausgehauen auch noch. Ehrenlos. Das fand ich nicht gut. Hast du das dann bereut, ja, ne? Man darf eigentlich so nichts machen, also nichts bereuen so im Leben. Ne? Es ist so, ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber es war halt einfach nicht schön. Und ich habe es nicht verstehen können, warum man sowas macht, so... Naja. Aber ich glaube, die wollen auch so ein bisschen was Extremes, ja, reinbringen, ne? Klar, ja, die wollen das, die möchten so ein bisschen... Die Zuschauer unterhalten, ne? Ja, richtig. Da wollen die auch mal ein paar Weiber leiden sehen, ne? Ja. Leon! Kleiner Frechdachs. Frauen heißt das doch, da muss er selber grinsen, weil er weiß, dass er frech war.
heult nur, dass ich da rumheule. Okay. Und die wollen mich richtig leiden sehen. Gemein, naja, gut. Ja, das habe ich jetzt auch überstanden. Ne? Ja, du bist ja stark. Gott sei Dank. Okay. Ja. Was haben wir? Wann haben die das gedreht, wenn die keine Schutzmasken aufhaben? Noch. Oder beide Corona getestet, das kann natürlich auch sein. Hose. Treffen sich am Straßenstrich die zwei? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das passend zum Outfit ist. Ja, also das, Freunde, das habt ihr euch jetzt gedacht. Oh, und Oberteil ist von Bershka. 30 Euro, 20 Euro. Bershka. Finde ich gut. Ja, ja, die machen auch Top-Qualität bei Bershka zu extrem fairen Arbeitsbedingungen. Günstige Sachen. Ja, warum nicht? Also finde ich schön. Man kann ja auch teuer mit günstig kombinieren. Gibt es ja überall schöne Sachen. Ich kenne so viele auch teure Sachen, die sehen katastrophal aus. Nee, gefällt mir nicht. Stimmt, nur weil ich sage, oh, es ist teuer, das muss ich haben, man muss sterben, sonst muss man gar nichts. Aber kann man auch mit günstigen Sachen wunderbar kombinieren. Ne? Ja, ja. Vor allem Bershka gehört ja auch zu Zara und Zara geht auch immer dem Trend nach. Richtig. Ich mal, ne? Okay. Was haben wir? Ich sehe Strumpfhose. Ja. Ach so, das ist, weiß ich gar nicht, 2-3 Euro, 4-5 Euro oder so. Gucci hat jetzt irgendwie eine Strumpfhose herausgebracht, die schon so Laufmaschen drin hat. Also du kaufst quasi kaputte Strumpfhosen. Aber ich finde, es schaut sogar nice aus. Wird da jetzt noch gut dazu passen? So, auch zum Ambiente? Rossmann, okay. Ja, DM. Kannst du noch einkaufen gehen oder wirst du da auch erkannt? Ich mach das einfach. Natürlich werde ich erkannt, aber was soll ich denn machen? Okay. Also ich brauche ja meine Sachen und warum soll ich? Ich bin jetzt auch nichts Besseres als andere Menschen. Ich bin auch ein ganz normaler Mensch und ich bin bei meiner Oma Opa aufgewachsen im Dorf und ich sehe mich einfach nur, weil ich in der Öffentlichkeit bin, trotz dessen bin ich ein ganz herzlicher Mensch und normaler Mensch. Und das stimmt aber, das ist eine ganz liebe, die Gina Lisa. Ich brauche jetzt niemanden, der sagt, oh, geh mal hier für mich einkaufen, obwohl, nein, Spaß, aber will ich nicht. Du hast ja auch immer dein... Braucht man nur Corona haben, dann geht wer andere für einen einkaufen, chillig. Dein Bodyguard hast du ja immer dabei, genau, ne? Zeig mal rein. Immer dabei, ne? Was hat die für ein Auto? Mercedes. Schützt dich, ne? Das war mir so klar, dass die so einen Hund hat. Das sind, jetzt werden mich einige hassen, aber warum? Warum? Die meisten Leute, die so einen kleinen Hund haben, lassen den auch zu sich ins Bett. Ich kannte mal jemanden, der hat sich extra eine Treppe bestellt, nur damit der Hund besser zu einem ins Bett kommen kann. Leute, Hund und Mensch. So, irgendwo muss auch eine Liebe. Ich liebe Hunde, aber irgendwo muss Schluss sein, Freunde. Mein Schatz. Vor allem, die sind meistens komplett unerzogen und so richtige Gfraster, wie wir in Österreich sagen. Das sind die mit einem übertriebenen Selbstbewusstsein, die größten Hunde ansteigen, weil die nicht erzogen werden, weil die eh so klein sind und denen alles durchgelassen wird. Eine. Die lassen denen alles durchgehen, das meine ich. Ja, okay. Ja. Okay, Gina, was haben wir noch? Ja, was haben wir noch? Oberteil hatten wir. Wer mit Hunden schläft, steht mit Flöhen auf. Absolut richtig. Gürtel. Gucci-Gürtel. Ja. Bester Gürtel. Ich wette, die nennen ihren Hund auch Gucci. Könnte ich mir vorstellen, so als Name. Gucci Gürtel, was hast du? 300 Euro. Ja. Auch direkt bei Gucci gekauft, ne? Auch. Okay. Immer direkt. Immer direkt. Ich mache immer direkt. Okay. Ja. Okay, was haben wir noch? Jacke. Ja. Oh, Jacke, Versace. Wild, okay, also Echtpelz. 10.000 Euro. Was? 10.000 Euro für eine Jacke? Das kann sich die leisten. Krass, okay. 10.000 Euro. Für so eine... 1.000 Euro Versace-Jacke. Ja. Darf ich mal anfassen? Ja. Gestört. Das ist... Oh, ganz weich. Ganz weich ist das. Ist das... Ganz weich halt. Ja. Ganz weich. Was willst du uns damit sagen? Wie... Was für ein... Was willst du uns damit sagen? Wie ist das? Ja, ganz weich. Lassen wir es doch bei ganz weich. Bei ganz weich, okay. Okay. Sie weiß nicht mal, welches Tier dafür sterben musste. Okay, war ja egal. Ich will auch wirklich nicht so viel Stress bekommen. Was sieht jeder da wieder an? Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, also okay. Jacke. Du hast es ja extra fürs Video angezogen. Das war dir ja im Vorhinein schon klar. Ganz weich. Ganz weich. Ganz weich. Echtpelz nicht, Echtpelz weiß man nicht. Weiß man nicht. Man kann munkeln, aber okay. Man weiß es nicht. Okay, was haben wir noch? Schmucktechnisch? Ja, haben wir auch. Ganz kurz nochmal. Ja. Aber ich mag sie. Oha, Freunde, das ist diese wilde, ich glaube, das ist diese wilde Kooperation mit irgendeiner Marke. Ich glaube, die kostet 5, oder die kostet mehr. 25.000 oder was die Uhr? Rolex auf jeden Fall. Sehr, sehr teuer. Habe ich damals auf Farfetch gesehen. Ich weiß, das ist meistens nochmal teuer, aber ich habe auch nochmal gegoogelt.
Schal haben wir Schal, ganz vergessen. Genau. Schal, Gucci. Gucci Schal, 350 ja. Euro. 350. Mhm. Ist aber mehr so ein, sag ich mal, Designer-Schal, sag ich mal. Jetzt, der hält nicht warm, ne? Nee, mir ist auch immer noch arschkalt. Yeah. Der hält überhaupt nicht warm. Sieht einfach nur schön aus, so. Genau. Ja. Okay, dann kommen wir zum Schmuck. Da ist ja auch relativ viel an. Ja, Schmuck habe ich sehr viel. Die Tasche haben wir jetzt noch nicht im Outfit oder haben wir auf die vergessen? Uhr. Zeig mal in die Kamera einmal. Ja, Uhr. Könnt ihr checken. Eine, welche, was für eine Uhr ist das? Rainbow. Ich habe sie mir noch besetzen lassen mit Diamanten. Bei der muss ordentlich laufen. Was geht da ab? Die war die ganze Zeit nicht am Start und jetzt 10.000 Euro Mantel, Uhr um, keine Ahnung, 50.000. Und ich habe es am Armband noch 20.000. Krass. Rolex Rainbow. Submarine oder Gym Team? Master. Ich will gar nichts Falsches sagen. Ich kann das gar nicht erkennen. Ist das Ihre? Kannst du mal checken. Sind mir zu viele Diamanten im Weg? Ja, also 20.000. Ja. Also, okay, also nur 20.000? 20.000 kostet alleine der Besatz manchmal. So, Anfertigung noch mit diesen Diamanten am Band besetzt. Ja. Okay, also insgesamt 20.000? Genau. Was geht da ab? Da stimmt doch was nicht. Okay. Und jetzt eine Frage bei der Rolex. Hast du die direkt beim Rolex Store gekauft? Oder? Ich hatte diese Uhr direkt beim Rolex Store gekauft und habe sie dann noch zu einem besonderen auch Rolex-Händler gebracht, der extra das mit Diamanten besetzt. Ja? Okay. Also alles, das ist mit Papieren und dass ich das wirklich... Heutzutage gibt es viele Fakes da draußen. Und wird man okay, also scheinbar doch ihre. Krass. Also ich frage mich, wie sich die das leisten kann. Aktuell. Ich sage dann, lieber trage ich keine, bevor ich eine gefakte. Dann ist es so für mich. Ne? Auch gut, ich stehe in der Öffentlichkeit, da tun die sowieso über alles immer gucken. Ja. Aber dann, ja, das ist halt, dass immer alle Papiere haben. Und es ist auch eine super Wertanlage, finde ich. Ja, natürlich. Vor allem jetzt sind die gestiegen. Denken. Genau. Und Iced Out Uhren, extrem gute Wertanlage. Super im Wiederverkauf, kriegt man easy weg. Da habe ich schon ein paar, Gott sei Dank, mehr erarbeitet über die Jahre. Kommt auch nicht von heute auf. Safe, den Eistout-Tester. Leon, der Eistout-Tester, der wäre es jetzt noch gewesen. Morgen, ich hatte auch früher kein Geld, habe mir alles hart erarbeitet selber. Ja. Habe niemanden, der Respekt dafür. Mir Geld gibt oder so, nur ich mich selber. Ja, normal. Deswegen. Was haben wir noch? Ja, was haben wir noch? Cartier am Reif, 7.000. 7.000. Was geht ab? Ich bin gespannt auf den Endpreis. Cartier am Reif, Weißgold oder Platin? Genau. Nee, Weißgold. Weißgold, richtig. Dann Swarovski. Swarovski, 100 Euro. Modeschmuck. Swarovski, irgendwie seitdem ich so ganz früher, wo ich erst Geld verdient habe, fand ich das so toll. Blink, blink, Glitzer, Glitzer und so. Ja. Ne? Und liebe Grüße gehen raus. Ne? Auch nochmal an Swarovski, muss ich sagen. Also, ja. Gesponsert bekommen oder was? Gefällt mir. Die Extensions würden mich auch noch interessieren, wie teuer die einfach sind. Immer noch. Ja, sieht auch gut aus. Ne? Finde ich, kann man kombinieren und sieht einfach wirklich gut aus. Oder sind das Extensions oder hat die einfach da nur ganz viele Haare, die extrem kurz sind? Das ist immer so ein Zeichen für Extensions. Ja. Genau, dann Versace. Versace, ja. Armband, 350 Euro. Ich finde aber im Großen und Ganzen, abgesehen davon, dass ich absolut kein Supporter von Pelz finde, das Outfit, was die Frauen betrifft, eins der besten so. Also von diesen Promi-Frauen, die wir bis jetzt gesehen haben. 350, okay. Genau, und dann ist es? Klar, ist absolut nicht jeden sein Fall und schaut ein bisschen aus wie die Mutter von Lilano, aber trotzdem finde ich es ganz nice. Das ist eigentlich ein Fußkettchen. Ja. Fuß, Hand, egal, dran. Ich hatte das hier, also das sieht er, das ist ja gar nicht, bis ich dann den Stiefel ausgezogen habe. Ah, okay. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja blöd, habe ich es mir hier dran gemacht. Jetzt so in ihrer Bubble finde ich das Outfit nice. Outfit nice, also ich glaube nicht, dass ich so rausgehen würde. 290 Euro. 290, okay, entspannt. Genau, Ohrringe, auch Versace. Auch Versace. 290 Euro. Der Versace-Drip. Kette. Kette. Ganze auch Versace-Drip. Kollektion ist da. Direkt. Okay. Direkt im Set gekauft oder einzeln alles? Nee, immer nach und nach. Im Dutzend billiger. Immer nach und nach, okay. Mhm. 420 Euro. Ja, dann, was haben wir noch hier so? Was haben wir noch? Tasche. Tasche, ja, Gucci-Tasche. Ja, ich bin so richtige Gucci. Die ist safe teuer. Oh, was sagst du jetzt wieder? Gucci, Gucci. Gucci, Gucci. Gucci ist deine Marke, ne? Ja, Gucci, Versace, ja, Rolex, ja. Was zahlt man für die? Ja, Rolex, extrem viele Rolex-Sachen dabei gewesen. 5.000. Ja, oder was sind noch teurer? Gucci Dionysus ist das, ne? Das ist so eine Sonderedition auch. Ja, also mindestens 5 war die. 5.000. Wie
krass teuer wird dieses Outfit sein? Mhm. Okay. Ah, Haare? Meine Haare. Extensions sind ja auch noch. Ah. Mein Herz ist echt, aber sonst bin ich fake. Mein Aussehen zumindest. Haare, 1000. Ich wollte gerade sagen, sowas ist teuer. 1500 Euro. 1000 Extensions. Euro. Okay, Nala. Nala, okay. Mein Nala. Nala ist natürlich. Jetzt beißt er gleich. Tasche und Leine ist Louis. Tasche und ihr halt. Was? Das gibt's von Louis Vuitton? Band auch. Insgesamt 3000 Euro. 3000 Euro nur für den Hund. Ja, und ihre hat auch extra eine Designerin, hat sie auch immer Sachen. Okay, ja, okay. Aus München, Fashion Photo hat sie auch. Da kommt sie. Einfach, wenn es schon egal ist, so Designer-Sachen anfertigen lassen für die Ratte. Für die Hausratte. Für die Ratte an der Leine. Nein, Spaß, natürlich ein Hund. Immer Sachen. Aber Nala. Aber schaut eh süß aus, der Hund. Man kann eh nichts sagen. Wie viel hat die gekostet? Nala ist unbezahlbar. Unbezahlbar, ist okay. Ja, Lebewesen sind unbezahlbar. Ja, mein Schatz, du bist oh, ja, schon süß. Unbezahlbar. Das ist das Wertvollste, was ich habe. Und das ist sicher nicht so eine kleine Ratte, also so ein schlimmer Hund. So, okay, dann sind wir ja schon beim Auto. Dürfen wir das auch mal zeigen, ja, ne? Ja, okay, aber kein Nummernschild. Kein Nummernschild. Okay, Benza. Schauen wir uns den Benza noch an. Nee, zeig mal ein bisschen von der Seite. Ja, oder weiß ich nicht, darf man ja immer nie zeigen, ne? Ist ja meins. Ja, darf man, aber dann erkennen die Leute das und machen ein paar Kratzer rein. Ach so, dann bitte nicht. Zeig mal Nummernschild, mach mal ein paar Kratzer rein, Leute. Nein, Spaß. Wie gemein. Nein, alles gut. Dein C63. Ja, das ist auch so. Aber schon ein bisschen älterer, oder? Sonderedition. Ja. Okay, natürlich alles Sonderedition. Und ja, es war damals ja, wo ich es geholt habe, vor ein paar Jahren, 4-5 Jahren. 100.000. 100.000 Euro hast du bezahlt, okay. So eine Sonderedition ist das C63, ist jetzt ein älterer, aber wird nicht mehr jetzt gebaut mit dem, wird da jetzt alles irgendwie elektrisch und noch diesen Motor und das ganz besonders und ist so ein Sammlerstück, würde ich sagen. Also ich liebe AMG, ich liebe Mercedes. Lebewesen ist unbezahlbar, aber 10.000 Pelzmantel, egal von welchem Tier. safe. Also das ist ja wirklich ein Widerspruch in sich. Ja. Also Mercedes ist auch meine favorite Marke für Autos. Wirklich, ja, also super Autos. Also schon mal Gucci-Gürtel. Ah, BMW, Bruder. BMW. Einmal BMW, immer BMW. Und Autos. Genau. Super. Haben wir schon ein paar Gemeinsamkeiten. Haben wir schon ein paar Gemeinsamkeiten, ja. Okay, und fährst du auch ein bisschen schneller oder bist du so eine ruhige Fahrerin? Oh Gott, ich fahre echt schnell. Du fährst schnell. Ich mag das. Ich will vielleicht. Ist auch extrem legal. Ich will so gerne so Formel-1-Fahrerin. Ah, okay. Also, du lässt auch mal richtig den Sound raus. Ja, mach ich. Nicht nur den Sound, Bruder. Okay. Mhm. Also, wenn es hier in Frankfurt brummt, dann ist der Gina aus dem Weg, ne? Okay. Oh Gott, die Lofing, ich habe klappt die Dings hoch. Wie? Da kommt mir der Mock hoch. Nein, ne? Ja, genau. Klappen. Die Gummibäume aufgestellt und so, nein, nee, ich war gut. Okay. Toi, toi, toi. Du fährst sicher, ne? Noch gar kein. Und für was will die jetzt Promo machen? Gemacht, oh, super, ne? Okay. Ja. Okay, Leute, Outfitpreis von Gina, ich habe mal hier. 49.950 Euro, what the fuck? Na, da nicht einmal ansatzweise war Dings so teuer. Wie heißt die Rapperin? Also ehemals YouTuberin, die Perverse, krasser Witze. Ja, okay, mit dem Auto dazu gerechnet, aber so Outfit, puh. Nein, Gina, teures Outfit. Ja. Wie du das leisten kannst, brauche ich gar nicht fragen. Du bist über halt die Jahre. Über die Jahre. Okay, verstehe. Ich habe das nicht von heute auf morgen gehabt. Ja. Ich kam aus keiner reichen Familie. Jeder kann es schaffen. Glaubt an euch, arbeitet, seid fleißig und. Follow your dreams. Ich bin seit 2007 im. Die ist so rich geworden, weil sie viel bei M&M gekauft hat übrigens. Business, das ist ja schon was. Und ich hatte schon auch viele Fernsehshows und ich bin immer fleißig. Ich mache auch noch mit Immobilien. Ich habe überall, sage ich immer. Aha, okay. Eine richtige Business Lady. Wie sagt man da? Wie nennen sich die Frauen, die Bosses? Lady Boss, so nennen sie sich. Meine Finger im Spiel. Ich bin halt fleißig. Ich arbeite von Montag bis Sonntag. Wo andere auf der Couch liegen, bin ich am Arbeiten. Das ist vielleicht. Ich habe deswegen so mit der Augenbraue gemacht, weil ich es halt unnötig finde, sich da extra Lady Boss zu nennen. Boss ist Boss, egal ob männlich oder weiblich. Man muss nicht noch hervorheben, von welchem Geschlecht man ist. Wenn man ein Chef ist, dann ist man ein Chef wegen der Art und Weise, wie man ist und nicht wegen dem Geschlecht. Das ist auch der Unterschied. Ich bin immer sehr fleißig und ich bin sehr.
Lass sich das vom Chef sagen, Freunde. Chefsfrau sehr tüchtig und fleißig und. Sei ihr gegönnt, wenn er süß. Ja. Ja, ohne deswegen, Fleiß kein Preis, ohne Leute. Ohne Fleiß kein Preis. Deswegen kann jeder schaffen, nicht neidisch oder eifersüchtig sein. Also nein. Deswegen Arsch aufreißen und dann geht das schon. Und Gas geben, genau. Genau. Okay, Gina, dann ja. Vielen Dank auf jeden Fall für. Ja, cooles Video. Relativ sympathisch, die Gina Lisa Lohfink in diesem Video. Ich habe die ja schon immer gern gemacht. Das mit dem Pelzmantel finde ich halt nicht so nice, aber sonst top Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, welches Outfit ihr am nicesten gefunden habt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann im nächsten Video. Lockdown-bedingt ist meine Kreativität gefordert, aber wir werden wieder mal irgendwas aus dem Hut zaubern. Bis dahin, Freunde, Reaction-Kanal und Vlogging-Kanal abchecken. Das war's von mir, euer Maximilian.